Hallo Leute, ja, wir sind wieder unterwegs am Algen, dass wir die kriegen, weil die ein bisschen wenig sind mit 300 Kilo. Da müssen wir dran arbeiten. Ich sehe hier gerade Tier verhungert, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Welches Tier verhungert denn hier? Okay, der da, der hat irgendwie nichts zum Essen. Okay, da müssen wir uns drum kümmern. Alles klar, schauen wir das Logo und gucken dann weiter. So, er kriegt hier irgendwie nichts zu essen. Der ist dann da falsch drin, oder? Sehe ich das richtig? Der müsste doch auch verhungern, ne? Genau so sieht's aus. Die müssen hier raus. Beziehungsweise ich könnte den natürlich auch umwachseln. Oh, guck mal, hier ist ein Ei gekommen. Puffprinz, okay. Ja, der muss hier raus, ne? Der ist hier ja falsch. Dann können wir den auch zu Fleisch machen. Und hier sieht es genauso aus, ne? Weil die sind hier an der falschen Stelle. Dann brauchen wir nicht drüber reden, oder? Hier läuft erstmal alles. Das muss aufräumen. Das wird schon aufgeräumt, sehr gut. Und der hier, der ist auch schon angestellt. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir hier weiterkommen. Das machen wir weg. Wie sind wir denn hier schon verblieben? So. Und da können wir noch so machen und dann kann der weitergebaut werden. Dann sollte das auch zu sein, ne? Da ist Kohlendioxid. Hier wird schon gebaut, so wie es aussieht. Hier wurde geputzt, ist auch gut. Hier haben wir ganz viele Sachen vorbereitet zum Gas zusammendrücken, aber wir haben das Chlorgas hier unten ja noch. Na super. Kohlendioxid, Kohlendioxid, ja. Hier haben wir auch Chlorgas drin, ne? Das kann ja nicht sein, oder? Oh. Ja, das müssen wir irgendwie anders loswerden wohl. Da geht es auch nicht voran. Kommen die da rüber? Ja, ne? Das wird hier auch noch schwer, das zusammenzudrücken, oder? Da müssen wir erst diese Leiter weitermachen. Okay, irgendwo kommt das Wasser weg. Und da haben wir eine Pumpe. Das ist auch schon mal gut. Okay, alles klar. Hier können wir vielleicht noch ein bisschen Kupfer mal machen, oder? Wer weiß, wofür es gut ist. Wofür ist das gut? Isolierte Ziegel, werden die so gebaut? Bin ich das gewesen? Weiß ich nicht mehr. Wir drücken das auf jeden Fall zusammen, ne? Und da kommt keiner hin. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich noch eine Leiter machen, oder? Damit das geht. Das ist, was für ein Ziegel? Da ist auch ein Kabel. Okay. Kann man das alles mal abreißen? Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber wir können es ja mal wegmachen, oder? So, was haben wir hier? Lagerbehälter. Der ist voll, das heißt, Gebäude deaktivieren, aktivieren. Ne, warte mal, wie war das? Wie ging das noch? Ach so. Filtermaterial, Sand. Okay, Sand ist schon nicht mehr dran. Da muss ja noch ein Haken sein, da Metallerz. Nährstoffreiche Erde. Es müsste ja dann mal langsam weniger werden, oder? Jetzt ist es, glaube ich, leer, oder? Egal, haben wir geschafft. Er macht da weiter, er macht da weiter. Wo kommen die Algen her? Die Algen mussten hier oben abgebaut werden. Hier gibt es noch was. Wähle eine Blaupause. Hilfspaket, Keuchwurzsamen oder Kupfer. Ich glaube, der Keuchwurzsamen, der ist mir lieber. Ist dann die Frage, wo wir den hinmachen, ne? Hier irgendwo wahrscheinlich. Da, wo es zu warm ist, muss der hin. Temperatur. Ja, hier ist es schon tatsächlich zu warm, ne? Hier ist es aber auch schon zu kalt. Vielleicht hier hin? Die Frage, ob das hier wirken würde. Aber wir können es ja mal aufstellen und dann sehen wir es, ne?
Basis. Ne, Nahrung, ne? War dieser Kübel da. Mach die mal da in die Kübel. Nochmal Prio 9. So, wie sieht's aus mit unserem neuen Gang? Hier ist er schon. Okay, und das ist schon zu. Aber ich sehe gerade, wir müssen irgendwie anders dahin, weil wir kommen hier an dem verschmutzten Sauerstoff. Wäre jetzt nicht so schlimm. Hier war Chlorgas, ne? Genau. Deswegen war es da schlimm. Da machen wir so, da machen wir so. Der ist eigentlich egal. Also hier ist ein bisschen gefährlich wegen, ne? Da stürzt dann ein, oder wie war das, ne? Und das machen wir hier zu, dann ist der Sauerstoff, der Chlorgas weg, denke ich. Dann müssen wir hier zu den Algen hin. Aber wir hatten hier oben ja noch den Antrieb gemacht. Den Antrieb. Aha, das ist tatsächlich schon abgebaut worden. Ist dann noch die Frage, wie schnell das hier läuft mit dem Schleim, dass der da runterkommt. Aber hier ist irgendwie was schiefgelaufen, ne? Okay, da kann man tatsächlich putzen oder was? Und da nicht. Ist ja auch krass, oder? Na, lassen wir es erstmal so. Dann kann ich den auch noch aufwischen. Sauerstoff? Ne, ich will nicht Sauerstoff wissen. Ich will wissen, was hier liegt. Eisenerz, okay. Aber tatsächlich kann er das wischen. Okay, das ist erstmal gut. Und dann den Ziegel bitte hier machen. Mach das erstmal komplett hier, soweit es geht. Geht auch nicht. Da würde was gehen, da geht was. Und da geht auch was. Naja. Gucken, wie wir das zusammenkriegen, weiß ich noch nicht. Wo kommt denn jetzt hier das runtergetropft? Kommt es wieder dreckige Wasser her? Kommt es hier irgendwo runter? Nein, ne, oder? Da ist Ton, aber hier geht doch nichts runter, oder? Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ist das die Leitung, die irgendwo kaputt ist? Wahrscheinlich, weil die gefroren war, oder? Wie war das? Das hat der Mordach, glaube ich, geschrieben, ne? Dass wir hier die Wasserleitung kaputt frieren könnten. Wenn das nicht läuft. Ich sehe jetzt auch nicht, wo sie kaputt ist, oder? Wo kann ich das sehen? Da? Da war so ein Symbol. Okay, das Wasser fließt ja, dann kann ja eigentlich nichts passieren, aber. Wo kommt es weg? Wo kommt es weg? Es muss ja irgendwo wegkommen hier, oder? Ich komme noch nicht hinter, weil ich sehe nichts Tropfendes. So, jetzt ist alles aufgewischt, bis auf da. Das ist auch aufgewischt. Ja, weiß ich dann auch noch nicht, ne? Ob das hier wegtaut, könnte natürlich auch noch sein, ne? Okay, da wurde weitergearbeitet. Das heißt, wir können jetzt hier auch graben. Und da graben, dann wird der gebaut, ne? Der müsste ja noch gehen zu graben, ja. Und der geht nicht wegen der Pflanze da, na super. Bauen wir hier eine Leiter hin, da eine Leiter hinbauen. Ja, machen wir da eine Leiter hin. Dann zerleg das hier und grabe das aus. Dann müssten wir den da kaputt kriegen. Hier weggraben auch. Und ne, eine Leiter mal hier rüber, dann können wir da vielleicht hin. Gucken, ob das klappt. Magmatit, Magmatit. Bau das mal weg. So, wie sieht es hier aus? Hier hatten wir auch weiter. Okay, da ist auch schon weiter gegraben worden. Das heißt, der kann auch gemacht werden. Der könnte raus, ja.
Wenn wir den haben, können wir den bauen. Ja, dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. Hier ein isolierter Ziegel vielleicht noch hin, ne? Ja. Diese Lupfgranate alle hier hin. Da ist jetzt die Frage, wer hier was baut. Und warum ist es hier wieder? Ich kann nicht erkennen, wo hier das Wasser aus dem Rohr rauskommt. Das Wasser läuft auf jeden Fall. Aus dem Filter raus. Ich sehe es nicht, wo es ist. Keine Ahnung. Da war jetzt gerade was runtergetropft. Aber woher? Hierher? Kommt es hierher? Verschmutzt. Das ist Sand. Hier ist es 30 Grad minus. Ist aber eigentlich alles hier minus gerade. Da kann eigentlich nichts tauen, oder? Aber wissen tue ich es auch nicht. Ist jetzt gerade wieder alles aufgewischt, ne? Wir machen mal da besser eine Leiter hin. So, jetzt ist hier unten bestimmt ganz viel Wasser schon in dem Tank, ne? Oder? Ja. Vielleicht machen wir da noch einen Stein hin. Auf der anderen Seite wäre es auch egal, ob es überläuft, ne? Die sind ja wunderbar beschäftigt mit Öl machen. Und hier sind wir irgendwie noch nicht weiter, ne? Hier haben wir eine Luftschleuse gebaut, aber hier ist schon schwierig mit den entscheidenden Gasen. Ja, hier war irgendwo noch ein ganz bisschen, aber das wäre vielleicht noch nicht mal so schlimm. Können die da nicht hinlaufen? Machen wir da noch eine Leiter hin, vielleicht liegt es daran. Und hier, wie kriegen wir das jetzt weg? Kann ich das ent die Pflanze denn wegmachen? Warte mal, wir müssen hier graben. Grab da mal. Wir bauen da einen Stein hin. Ich glaube, dann können wir den diagonal entwurzeln und dann müsste es gehen, oder? Mal gerade hier Prio 9 hin. Vielleicht kommt dann einer und macht das mal. Der war letztens auf Stufe 14 oder Zyklus 14, jetzt sind es noch 13. Okay. Ich hoffe, das hier funktioniert, was ich da vorhabe. Ne? Kommt jemand, aber bringt uns nicht weiter. Wir haben nur noch 30 Algen, 30 Kilo Algen. Ach, warte, hier sind Algen. Graben. Kommt das? Ja. Stopp. Und graben, graben. Läuft dann, oder? Oh, er macht hier gerade Öl oder was? Da kommt jemand mit einer Maske. Und arbeitet da. Und auf dieser Seite ist alles offen. Na super. Kommen zwei mit der Maske von der Seite. Auch geil, oder? Wir schieben hier ja noch was zusammen, sehe ich gerade. Ist aber auch nicht so durchdacht ist, oder? Hier ist überall Chlorgas. Na super. Hier. Was filtern wir wo? Gute Frage. Hier ist überall noch Sauerstoff. Wie sieht es da überhaupt so aus? Hm? Ja, wir haben Sauerstoff in der Basis. Wir haben auch noch Kohlendioxid. Ja, Essen. Essen haben wir gar kein Problem mehr. Da sind wir durch. Zurzeit. Können wir noch einen Duke nehmen, ne? Mordrak. Warte, wo wollten wir? Der Kübel steht da schon. Okay.
Oh, das ist noch eine neue Anordnung, kann das sein? Okay, der wird gebaut. Müsste das hier doch auch funktionieren, oder? Da ist ein Vakuum, okay. So, dann kommen sie da hin und dann können sie das da, glaube ich, zumachen, oder? Aber hier klappt es wieder nicht, ne? Dann müssen wir auf der anderen Seite nur eine Leiter bauen. Oder eine Treppe? Ne, 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 ne. Wir müssten hier eine Leiter haben. Mach mal so. Da kommt keiner hin, oder? Unerreichbare Baustelle. Wegen hier. So muss es gehen. Ja. Was haben wir hier drin? Eis ist da drin. Okay. Wollen wir hier Wasser haben? Warum ist das Wasser, das Eis noch nicht geschmolzen? Hier ist doch viel wärmer, oder? Ja. Gut, jetzt kann die ganze Leiter gebaut werden. Da wird das. Der Wasserstoff wird hier zusammengedrückt dann, ja. Gut, der ist gebaut. Ne, das müssen wir nicht. Wir müssen hier ausgraben. Gut, das kann gebaut werden und läuft erstmal. Ich hoffe, der gräbt auch einer gerade aus und wir sehen, wie es funktioniert, oder? Er macht hier dicke Backen, habt ihr gesehen? Das ist nicht gut. Ne, zerlegen. Einen höher bauen, dann können die da auch hoch, oder? So, kommt jetzt jemand und macht dieses Ding da mal weg. Alge wird geholt, auch gut. 200 Kilo, 300, 400 Kilo. Gut, das Teil hat geklappt. Jetzt können wir da einen Stein hinsetzen. Dann kriegen wir es auch zusammengedrückt, oder? Wunderbar wird das werden. Richtig gut. Ja, ich glaube, er muss dahin, damit er. Ah, ne, er kommt sogar von dahin. Okay. Dann können wir den zerlegen. Und hier müssen wir graben. Dann kriegen wir das doch hin, oder? Da läuft es auf jeden Fall auch. Wo war die Schleuse, die da gerade läuft? Okay, da. Die hat keinen Strom. Strom, Leitung. Dicke Leitung ist da schon angeschlossen. Leiterkabel. Kabel, Starkstromleitung. Wieso ist hier kein Strom? So, weil hier insgesamt der Bereich ohne Strom ist oder was? Ja, Strom brauchen wir noch mal weiter. Hier kommt kein Strom an, weil hier unten keine Kohle ist. Das sieht wohl so aus. Wir haben keine Kohle mehr. Wo haben wir Kohle? Hier ist Kohle. Ist das auch Kohle? Ne, das ist Phosphor. Kohle, Kohle, Kohle. Ist hier noch mehr Kohle? Wahrscheinlich ja, aber da kommen wir jetzt gerade schlecht dran, ne? Okay. Was brauchen wir hier? Achso, hier haben wir noch einen Chlorgasschlot. Okay, den wollen wir jetzt nicht freilegen. Okay, der Oxyfarm, der funktioniert hier tatsächlich gerade. Aber auch nur kurzfristig, ne? Eigentlich müssten wir jetzt hier mal gerade aufmachen, damit der Sauerstoff da rauskommt, oder? Lass erstmal so. Passiert hier was? Ich glaube nicht, ne? Mach mal hier eine Leiter hin. Grab das mal aus. Und das kannst du hier auch weggraben.
Und dann kannst du da. Nee, das. Kannst du da eine Leiter hinmachen, damit die da hinkommen. Das ist doch hier offen, oder? Hier ist doch was falsch gelaufen. Deswegen kommt hier Chlorgas hin, oder? Kann das sein? So, da ausgraben bitte. Und dann können wir das auch, das Chlor da zusammendrücken. Ne, Keime. Hier ist verkeimt, okay. Hier ist nochmal Kohle. Wo haben wir hier noch Kohle? Phosphorit. Ah, hier ist Kohle, aber doch, die würde gehen sogar. Das bauen wir auseinander. Was machen unsere Algen? 13,9 Kilo. Nicht viel. Zu wenig. Und hier wird nichts gebaut, ne? Nichts gemacht. Was können wir da pflanzen? Mehlholz. Pflanzt das mal, damit das einer mehr ist. Sieht erstmal alles gut hier aus, ne? Also wir arbeiten dran auf jeden Fall. Wollen wir das jetzt hier durch? Wollen wir das hier durchbauen oder wie ist das? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her, ne? Mann, 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 Mann. Okay, den haben wir schon zugemacht. Jetzt müssten wir hier noch zerlegen. Und da weggraben, damit wir da weiterkommen noch. Das ist schon fast zu, ne? Und hier unten wird es irgendwie schwierig, ne? Wir haben überall Chlorgas jetzt, weil hier irgendwie offen ist, glaube. Da haben wir jetzt komplett verloren, versagt. Jetzt ist hier auch schon das Chlorgas. Ja, das ist jetzt irgendwie schief gelaufen. Wir kriegen jetzt von hier unten immer mehr Chlorgas. Das bedeutet, wir müssten mal manuelle Luftschleuse. Prio 9. Der Reißabdruck, da war ja gar nicht so schlimm, ne? Oder? Ne, da war nicht so schlimm. Wird jetzt schon gebaut, die Schleuse. Ja, da haben wir hier was versaut, ne? Weil da offen ist wahrscheinlich. Bau da mal schnell einen Ziegel erstmal hin. Den machen wir Prio 9, damit es nicht noch mehr wird. Und ich weiß auch gar nicht, ob es mehr wird oder nicht mehr wird. Aber hier sieht es ja schon ganz gelb aus, ne? Hochkomplex. Oh, hier ist Kohle. Läuft denn unser Ding jetzt noch? Ja, die sind wieder am Gange. Was haben wir denn hier? Kohlendioxid in hoher Konzentration wahrscheinlich. Wasser ist klar. Haben wir hier eigentlich was drin in der Kiste? Bleistein, 158 Kilo und Oxidiert haben wir da auch drin. Okay. Hier hätten wir Wasser, ne? Beziehungsweise hier ist Eis drin, welches nicht schmilzt, oder wie war das? 4 Tonnen Eis sind da drin, die nicht schmelzen. Ich dachte, das müsste gekühlt werden. Ist wohl nicht so, oder? Könnte ich das Wasser hier einfach runterlassen? Eigentlich schon, ne? Wie kriege ich es aber aufgenommen? Das ist die Frage. Müsste ich woanders einlagern, ne? Ich lasse das da erstmal. Gut, und ich bin wieder gerne am Spielen, wie ihr merkt. Die Zeit ist aber schon lang und wir werden jetzt schauen, dass wir hier
schauen, dass das erstmal ein Ende hat. 400 Kilo Algen, das ist nicht viel, da ist unser größtes Problem halt, ne? Hatchling-Eier brauchen wir gerade hier nicht angezeigt, ne? Pufflet-Eier, zwei Einheiten, aber ich brauche die hier auch nicht anzeigen. Kohle haben wir 4 Tonnen, das ist eigentlich genug. Gut, wie sieht's hier aus? Ja, machen wir nächste Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.